The choir just sang, if you could Der Chor sang soeben, if you could hide to call up. Wir danken dem Tabernakelchor für die schöne Musik, die er uns heute Morgen dargeboten hat. Nach meinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied Hoch auf des Berges Höhen. Danach spricht Elder Benjamin de Horreas von den 70ern das Schlussgebet. Die abschließende Versammlung dieser Konferenz beginnt dann um 14 Uhr. Ich denke, dass das eine ganz großartige Versammlung bisher gewesen ist. Die Botschaften waren inspirierend, die Musik war wunderschön. Die Zeugnisse waren außergewöhnlich. Ich denke, dass jeder, der dieser Versammlung beigewohnt hat, will sie niemals vergessen. Nämlich für den Geist, den wir gespürt haben. Meine lieben Brüder und Schwestern, vor über 44 Jahren, im Oktober 1963, stand ich am Rednerpult des Tabernakels, nachdem ich gerade als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel bestätigt worden war. Damals erwähnte ich ein kleines Schild, das ich an einem anderen Rednerpult gesehen hatte. Auf diesem Schild stand, wer an diesem Pult steht, möge demütig sein. Ich versichere Ihnen, dass mich meine Berufung in den Rat der 12 Apostel damals sehr demütig stimmte. Und heute, da ich an diesem Pult stehe, spreche ich in tiefster Demut zu Ihnen. Ich spüre sehr deutlich, dass ich auf den Herrn angewiesen bin. Ich bitte demütig um die Führung des Geistes, wenn ich Ihnen jetzt meine innersten Gefühle mitteile. Vor nur 2 Monaten haben wir Abschied genommen von unserem lieben Freund und Führer Gordon B. Hinckley, dem 15. Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, einem hervorragenden Botschafter der Wahrheit für die ganze Welt, von allen geliebt. Wir vermissen ihn. Mehr als 53.000 Männer, Frauen und Kinder kamen in dieses Gebäude zum schönen Saal der Propheten, um diesem großen Mann Gottes, der nun in die Geschichte eingegangen ist, die letzte Ehre zu erweisen. Mit Präsident Hinckleys Tod wurde die erste Präsidentschaft aufgelöst. Präsident Eyring und ich, Präsident Hinckleys Ratgeber, nahmen unseren Platz im Kollegium der 12 Apostel wieder ein. Dieses Kollegium wurde zum präsidierenden Gremium der Kirche. Am Samstag, dem 2. Februar 2008, fand die Trauerfeier für Präsident Hinckley in diesem herrlichen Konferenzzentrum statt, dem Gebäude, das immer als Monument für seine Voraussicht und seinen Weitblick dastehen wird. In diesem Trauergottesdienst wurde diesem Mann Gottes auf schöne und liebevolle Weise Anerkennung gezollt. Am darauffolgenden Tag versammelten sich alle 14 ordinierten Apostel, die auf der Erde leben, in einem oberen Raum des Salt Lake Tempels zusammen. Wir kamen im Geist des Fastens und Betens zusammen. In dieser feierlichen und heiligen Zusammenkunft wurde die Präsidentschaft der Kirche neu gebildet, in der bewährten Vorgehensweise, auf die Weise, die der Herr selbst bestimmt hat. In der ganzen Welt sind gestern Mitglieder der Kirche zu einer feierlichen Versammlung zusammengekommen. Sie haben zur Bestätigung die Hand gehoben, um der Handlung zuzustimmen, die in der eben erwähnten Versammlung im Tempel vorgenommen wurde. Ihre Hände zu sehen, zum Himmel erhoben, das hat mich tief berührt. Ich habe Ihre Liebe und Unterstützung gespürt und auch Ihre Hingabe an den Herrn. Ich weiß ohne Zweifel, meine Brüder und Schwestern, dass Gott lebt. Ich bezeuge Ihnen, dass dies sein Werk ist. Ebenso bezeuge ich, dass unser Erlöser Jesus Christus an der Spitze dieser Kirche steht, die seinen Namen trägt. Ich weiß, dass die schönste Erfahrung in diesem Leben darin besteht, seine Eingebungen zu spüren, wenn er uns führt, um sein Werk weiter voranzubringen.
Ich habe diese Eingebungen als junger Bischof gespürt und wurde zu den Familien geführt, in denen geistige oder auch materielle Not herrschte. In Toronto, in Kanada, habe ich sie wieder gespürt, als ich als Missionspräsident mit wunderbaren Missionaren arbeitete, die für die Welt ein lebendiges Zeugnis dafür waren, dass dieses Werk göttlich ist und dass wir von einem Propheten geführt werden. Ich habe sie während meines Dienstes im Rat der Zwölf und in der ersten Präsidentschaft gespürt und spüre sie nun als Präsident der Kirche. Ich bezeuge, dass jeder von uns die Inspiration des Herrn spüren kann, wenn wir würdig leben und uns bemühen, ihm zu dienen. Mir ist deutlich bewusst, welche 15 Männer mir als Präsidenten der Kirche vorausgegangen sind. Viele von ihnen habe ich persönlich gekannt. Für mich war es ein großer Segen, drei von ihnen als Ratgeber dienen zu dürfen. Ich bin dankbar für das bleibende Vermächtnis, das jeder dieser 15 Männer hinterlassen hat. Ich weiß mit Gewissheit und bin sicher, dass auch sie es wussten, dass Gott seinen Propheten führt. Ich bete aufrichtig darum, dass ich auch weiterhin ein würdiges Werkzeug in seinen Händen sein kann, um dieses große Werk fortzuführen und die gewaltigen Aufgaben zu erfüllen, die mit dem Amt des Präsidenten verbunden sind. Ich danke dem Herrn für wunderbare Ratgeber. Präsident Henry B. Eyring und Präsident Dieter F. Uchtdorf sind sehr fähige Männer mit einem profunden Wissen. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Ratgeber. Ich schätze Ihr Urteilsvermögen. Ich glaube, dass Sie vom Herrn für das Amt vorbereitet wurden, das Sie jetzt innehaben. Ich liebe die Mitglieder des Kollegiums der Zwölf Apostel und schätze die Gemeinschaft mit Ihnen sehr. Auch Sie haben sich dem Werk des Herrn verpflichtet und verbringen Ihr Leben in seinem Dienst. Ich freue mich darauf, mit Elder Christofferson zusammenzuarbeiten, der jetzt in dieses Kollegium berufen wurde und den Sie bestätigt haben. Auch er ist für das Amt vorbereitet worden, zu dem er jetzt berufen worden ist. Es ist auch eine Freude, mit den Mitgliedern der Kollegien der 70er und mit der präsidierenden Bischofschaft zusammenzuarbeiten. Gestern sind neue Mitglieder der 70er berufen und bestätigt worden. Ich freue mich darauf, mit Ihnen im Werk des Herrn zu tun zu haben. Unter den Generalautoritäten herrscht eine wunderbare Einigkeit. Der Herr hat verkündet, wenn ihr nicht eins seid, dann seid ihr nicht mein. Wir werden auch weiterhin vereint an einem Ziel arbeiten, nämlich das Werk des Herrn voranzubringen. Ich möchte dem himmlischen Vater Dank sagen für die zahllosen Segnungen, die ich erhalten habe. Ich kann wie Nephi vor Alters sagen, dass ich von guten Eltern stamme, deren Eltern und Großeltern von eifrigen Missionaren aus den Ländern Schweden, Schottland und England gesammelt wurden. Als jene Missionare demütig Zeugnis gaben, berührten sie das Herz und den Geist meiner Vorfahren. Nachdem diese edlen Männer, Frauen und Kinder, sich der Kirche angeschlossen hatten, machten sie sich auf den Weg zum Tal des Großen Salzsees. Viele Prüfungen und großes Leid begegneten ihnen auf diesem Weg. Im Frühjahr 1848 verließen meine Ur-Urgroßeltern Charles Stuart Miller und Mary McGowan Miller, die sich in ihrer Heimat Schottland der Kirche angeschlossen hatten, ihr Zuhause in Rutherglen in Schottland, und reisten mit einer Gruppe von Heiligen nach St. Louis in Missouri, wo sie 1849 eintrafen. Eins ihrer 11 Kinder, Margaret, sollte meine Urgroßmutter werden. Während die Familie in St. Louis arbeitete, um genug Geld zu verdienen, damit sie ihre Reise ins Salzseetal fortsetzen konnten, wurde die Gegend von der Cholera heimgesucht, die Tod und großen Kummer verursachte. Familie Miller wurde schwer getroffen.
Innerhalb von 2 Wochen erlagen 4 Mitglieder der Familie der Krankheit. Der erste war der 18-jährige William am 22. Juni 1849. 5 Tage danach starb Mary McGowan Miller, meine Ur-Urgroßmutter, die Mutter der Familie. 2 Tage später verschied der 15-jährige Archibald und 5 Tage nach seinem Tod entschlief der Vater der Familie, mein Ur-Urgroßvater Charles Stuart Miller. Die überlebenden Kinder blieben als Waisen zurück, einschließlich meiner Urgroßmutter Margaret, die zu der Zeit 13 Jahre alt war. Durch die vielen Todesfälle in der Gegend gab es keinen Sarg, um keinen Preis, in dem man die Verstorbenen hätte beisetzen können. Um Särge für die verstorbenen Mitglieder der Familie anfertigen zu können, nahmen die älteren Jungen, die am Leben geblieben waren, den Ochsenpferch der Familie auseinander. Über den Kummer und die Mühsal der verbleibenden 9 Kinder der Millers wird nur wenig berichtet. Sie arbeiteten und sparten weiterhin für die Reise, die ihre Eltern und Brüder niemals antreten sollten. Wir wissen, dass sie St. Louis im Frühjahr 1850 mit 4 Ochsen und einem Wagen verließen und schließlich noch im selben Jahr im Salzital ankamen. Andere meiner Vorfahren erlebten ebenfalls große Bedrängnisse. Bei all dem blieb ihr Zeugnis jedoch unerschütterlich und fest. Sie alle haben mir ein Vermächtnis der bedingungslosen Hingabe an das Evangelium Jesu Christi hinterlassen. Wegen dieser treuen Seele stehe ich heute vor Ihnen. Ich danke meinem Vater im Himmel für meine liebe Frau Frances. Im kommenden Oktober werden Sie und ich 60 wunderbare Ehejahre feiern. Obwohl mein Dienst in der Kirche in jungen Jahren begann, hat sie sich nicht ein einziges Mal beklagt, wenn ich fortging, um eine Versammlung zu besuchen oder einen Auftrag zu erfüllen. Viele Jahre lang führten mich meine Aufgaben als Mitglied des Kollegiums der 12 von Salt Lake City weg, manchmal 5 Wochen auf einmal. Und sie musste sich allein um unsere kleinen Kinder und das Haus kümmern. Seit ich mit 22 Jahren als Bischof berufen wurde, haben wir selten den Luxus genossen, in einer Versammlung der Kirche nebeneinander zu sitzen. Ich hätte mir keine treuere, liebevollere und verständnisvollere Gefährtin wünschen können. Ich danke dem himmlischen Vater für unsere 3 Kinder und ihre Ehepartner, für 8 wunderbare Enkelkinder und 4 wundervolle Urenkel. Es fällt mir schwer, Worte zu finden, um Ihnen, meine Brüder und Schwestern, meinen tiefsten Dank auszudrücken für das Leben, das Sie leben, für das Gute, das Sie tun und für das Zeugnis, das Sie geben. Sie dienen einander bereitwillig. Sie haben sich dem Evangelium Jesu Christi geweiht. In mehr als 44 Jahren als Generalautorität habe ich die Gelegenheit gehabt, die ganze Welt zu bereisen. Eine meiner größten Freuden war es, Sie, die Mitglieder, kennenzulernen, wo Sie auch leben, und Ihren Geist und Ihre Liebe zu spüren. Ich freue mich auf viele weitere solcher Gelegenheiten. Auf der Lebensreise gibt es entlang des Wegs immer wieder Verunglückte. Manche folgen nicht den Wegweisern, die zum ewigen Leben zeigen, nur um festzustellen, dass der gewählte Abstecher letzten Endes in eine Sackgasse führt. Gleichgültigkeit, Sorglosigkeit, Selbstsucht und Sünde verlangen alle ihren Tribut im Leben der Menschen. Für alle kann es eine Änderung zum Besseren geben. Im Laufe der Jahre haben wir diejenigen, die weniger aktiv sind, die sich gekränkt fühlen, die kritisch sind oder die übertreten haben, immer wieder eindringlich gebeten, zurückzukommen. Komm zurück und speist an der Tafel des Herrn. Kostet erneut die süßen und sättigenden Früchte der Gemeinschaft mit den Heiligen.
Im Innersten des Gewissens eines Menschen ruht der Geist, die Entschlossenheit, den alten Menschen abzulegen und sein wahres Potenzial so weit wie möglich auszuschöpfen. In diesem Sinn bitten wir Sie erneut von ganzem Herzen, kommen Sie zurück. Wir reichen Ihnen mit der reinen Christusliebe die Hand und wünschen uns, Ihnen zu helfen und Sie vollständig in die Gemeinschaft aufzunehmen. All denen, die im Geist verletzt sind oder die mit sich ringen und voller Angst sind, sagen wir, wir wollen sie aufrichten und aufmuntern und ihre Angst besänftigen. Nehmen Sie die Einladung des Herrn wörtlich. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht. Und meine Last ist leicht. Über den Erretter wurde gesagt, dass er umherzog und Gutes tat, denn Gott war mit ihm. Mögen wir diesem vollkommenen Beispiel folgen. Halten wir uns auf dieser mitunter gefährlichen Reise durch die Sterblichkeit auch an den Rat des Apostels Paulus, der uns hilft, sicher zu sein und den richtigen Kurs beizubehalten. Was immer wahrhaft, was immer edel, recht, was immer was lauter ist, liebenswert, ansprechend ist, was immer Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Ich möchte die Mitglieder der Kirche, wo immer sie auch sein mögen, anspornen, allen Menschen überall freundlich und respektvoll zu begegnen. Die Welt, in der wir leben, ist voller Vielfalt. Wir können und müssen denjenigen, deren Glauben sich von unserem unterscheidet, Achtung erweisen. Mögen wir auch in unseren eigenen Familien freundlich und liebevoll miteinander umgehen. Unser Zuhause muss mehr sein als eine Zufluchtsstätte. Es soll auch ein Ort sein, wo Gottes Geist wohnen kann, wo der Sturm vor der Tür bleibt, wo Liebe herrscht und Frieden wohnt. Bisweilen kann die Welt ein beängstigender Ort sein. Das moralische Gerüst der Gesellschaft scheint mit einer besorgniserregenden Geschwindigkeit zu zerfallen. Es gibt niemanden, sei er jung oder alt oder dazwischen, der den Dingen, die uns herabziehen und vernichten können, nicht ausgesetzt ist. Besonders unsere Jugendlichen. Unsere kostbaren Jugendlichen werden mit Versuchungen konfrontiert, die wir kaum begreifen können. Der Widersacher und seine Herrscharen scheinen ununterbrochen zu arbeiten, um unseren Untergang zu bewirken. Wir führen einen Krieg gegen die Sünde, meine Brüder und Schwestern, aber wir müssen nicht verzweifeln. Es ist ein Krieg, den wir gewinnen können und werden. Unser Vater im Himmel hat uns das Handwerkzeug gegeben, das wir dazu brauchen. Er steht am Steuer. Wir haben nichts zu befürchten. Er ist der Gott des Lichts. Er ist der Gott der Hoffnung. Ich bezeuge, dass er uns liebt, jeden Einzelnen von uns. Das Erdenleben ist eine Zeit der Prüfung, eine Zeit, in der wir beweisen können, dass wir würdig sind, in die Gegenwart unseres himmlischen Vaters zurückzukehren. Um geprüft zu werden, müssen wir manchmal Herausforderungen und Schwierigkeiten meistern. Manchmal erstrahlt kein Licht am Ende des Tunnels und kein Morgengrauen folgt im Dunkel der Nacht. Wir wähnen uns umgeben von Schmerz, weil ein Herz gebrochen ist von Enttäuschung, weil ein paar Träume geplatzt sind
und von Verzweiflung, weil die Hoffnung geschwunden ist. Wir stimmen in die flehentliche Frage aus der Bibel ein: Gibt es denn keinen Balsam in Gilead? Wir neigen dazu, unser eigenes Unglück durch das verzerrte Prisma des Pessimismus zu betrachten. Wir fühlen uns verlassen, untröstlich, allein. Sollten Sie sich in einer solchen Situation befinden, bitte ich Sie inständig, sich glaubensvoll an unseren himmlischen Vater zu wenden. Er wird Sie aufrichten und Sie führen. Nicht immer wird er Ihre Bedrängnisse von Ihnen nehmen, aber er wird Sie trösten und in Liebe durch jeden Sturm führen, dem Sie ausgesetzt sind. Von ganzem Herzen und mit der Kraft meiner Seele erhebe ich heute als besonderer Zeuge Gottes meine Stimme und verkünde, dass Gott wirklich lebt. Jesus ist sein Sohn, der einzig Gezeugte des Vaters im Fleisch. Er ist unser Erlöser. Er ist unser Mittler beim Vater. Er liebt uns mit einer Liebe, die wir nicht völlig begreifen können. Und weil er uns so liebt, hat er sein Leben für uns gegeben. Meine Dankbarkeit für ihn lässt sich nicht in Worte fassen. Ich erflehe seinen Segen auf Sie, meine lieben Brüder und Schwestern, für Ihre Familien, für Ihre Arbeit, für Ihren Dienst füreinander und für den Herrn selbst. Gemeinsam werden wir vorangehen und sein Werk vollbringen. Ich weihe mein Leben, meine Kraft, alles, was ich zu geben habe, um dem Herrn zu dienen und die Angelegenheiten seiner Kirche gemäß seinem Willen und seiner Inspiration zu leiten. Das verspreche ich in seinem heiligen Namen. Im Namen Jesu Christi. Amen.